Hallo. An den deutschen Hochschulen kann man jedes denkbare Fach studieren. Wirtschaft, Informatik, Medizin, Philologie, Sozialwissenschaften und so weiter. Die Inhalte eines solchen Faches nennt man Studiengang. In jedem Fach gibt es verschiedene Studiengänge mit eigenen Schwerpunkten und Spezialisierungen. Im Fach Medizin zum Beispiel hat man unter anderem die Wahl zwischen Studiengängen im Bereich Humanmedizin oder Zahnmedizin. In philologischen Fächern kann man zwischen Studiengängen für verschiedene Sprachen wählen und so weiter. Vor einer Entscheidung sollte man sich sehr genau über die Inhalte des Wunschfaches und das Studienangebot der Hochschule informieren. Hierbei hilft zum Beispiel die Seite der Hochschulrektorenkonferenz. Auch das Jobcenter bietet eine gute Orientierungshilfe. Unser Tipp: In Deutschland gibt es fast 6000 Studiengänge. Man sollte sich also gut überlegen, was man bis zu 5 Jahre lang studieren möchte. Viel Erfolg bei der Recherche!